Ein Schnuppertag bei der Stadt Wil ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, in welchem Beruf man schnuppern kann. Im Bereich KV beispielsweise ist man den ganzen Tag in einem Büro tätig. Im Bereich Werkhof ist man aber beispielsweise mit dem Team auf den Strassen unterwegs. Oder auch in den Schulhäusern, wenn man im Facility Management schnuppern. Es kann auch sein, dass man mal in der Höhe ist, zum Beispiel als Netzelektriker oder Netzelektrikerin bei der TBW. Wir schauen eigentlich darauf, dass man nicht auf zu viel achtet, dass man nicht zu viel verunmöglicht. Wir schauen klar natürlich darauf, wie kommt die Anfrage daher. Und wir verlangen auch eine Zeugniskopie. Dort geht es vor allem auch teilweise ein bisschen darum, um einschätzen zu können, bestehen denn auch von den schulischen Leistungen her realistische Chancen auf den Beruf. Einen direkten Vorteil, denke ich, hat man nicht. Was sicher ein Vorteil ist, man kann den Teil schnuppern überspringen, weil wir den ja wie vorgängig schon absolviert haben und wir die Person schon können persönlich bei uns kennenlernen können. Ein Tipp für einen erfolgreichen Schnuppertag: alle möglichen Eindrücke in sich aufsaugen und wirklich einen realistischen Einblick bekommen, könnte dieser Beruf für eine 2-, 3- oder sogar 4-jährige Lehre für mich etwas sein. Warum dass man bei der Stadt Wil schnuppern soll? Wir haben sicher ein breites Angebot an Lehrstellen. Also da ist vom, sage ich mal, Bürogummi bis zum Handwerker für jeden etwas dabei. Und ein Schnuppertag oder eine Schnupperwoche bietet sicher immer auch die Möglichkeit, um die Leute kennenzulernen, die man nachher auch über mehrere Jahre damit zusammenarbeiten würde.